Janus Fleury das Wichtigste ist vielleicht, für Louise Bourgeois auf jeden Fall das Wichtigste, sie hielt das für ihr wichtigstes Werk. Ein Werk, bei dem man sofort an Sexualität denkt und vielleicht auch denken soll, außer dass sie sich darüber natürlich nie geäußert hat. Sie hat immer gesagt, was ihr denkt, ist eure Sache. Wenn man das Bild dann aber, dieses Werk, dieses hängende Werk, was ja im Sinne von Léger wirklich eine Skulptur ist, weil es ein hängendes Werk ist, wenn man das genauer betrachtet und wenn man es versucht auch zu beschreiben, dann wird es eigentlich sehr, sehr schwierig, genau zu sagen, was das eigentlich ist, was an Sexualität erinnert. Es geht um zwei Pole. Janus, der Gott des Anfangs und des Endes. Es geht um ihr großes Harmoniebedürfnis, ihre große Aggression, die sie spürte, dass in einem Objekt irgendwie ausbalanciert wird, vielleicht durch Sexualität. Und so gesehen ist das Bild nicht nur ein Selbstporträt von ihr, sondern vielleicht auch ein Bild für den Menschen generell. Eines der Werke, die so gemacht sind, dass sie zwar Unbewusstes darstellen, aber dass sie auch für den Betrachter, oder im Betrachter so eine Art Kanal oder so eine Art Berührungspunkt zu dessen Unbewussten legen. Man reagiert sehr emotional, sehr, sehr, teilweise auch sehr schockiert auf diese Werke. Das Interessante, dass sie nicht nur ihr Unbewusstes darstellen konnte, sondern auch das Unbewusste des Betrachters berühren konnte. Weiter bitte. Das ist, wie Sam schon sagte, das Werk, das der Ausstellung den Namen gegeben hat, Alain Fini. Ich habe ja Louise Bourgeois einmal besucht, das war ein sehr kurzer Besuch und ich kann wirklich nicht sagen, dass ich sie irgendwie kennengelernt habe, aber irgendwann einmal bekam ich so eine Schachtel überreicht und eine Widmung drin und da waren Fotografien dieses Werkes drin und man sagte mir, also sie fände das gut in dieser Ausstellung und das hat es natürlich sehr gefreut. Das ist ein wunderbares Werk, eine wunderbare große Zeichnungsserie, die auf einer Radierung basiert. Die Radierung zeigt zwei sich begegnende Fäden, eigentlich so den Urzustand jedes Gewebes. Und diese Radierung ist dann verändert und daraus ist eigentlich ein Zyklus des Lebens geworden. Es geht mit der Kindheit, mit dem Embryo geht es los und endet dann über die Paarbeziehung, endet dann in einem Bild, das vielleicht den Tod darstellt. Auf jeden Fall fanden wir es interessant, dieses Werk mit dieser Versuchsanordnung von Giacometti zu kombinieren. In der Chase Manhattan Plaza Gruppe geht es ja auch darum, dass eigentlich der Homme qui marche immer wieder versucht, der Frau zu begegnen, sie aber wahrscheinlich nie treffen wird. Das ist also dieses ewige Zyklus, dass sie sich begegnet und nicht begegnet, was in diesen zwei Fäden ausgedrückt ist, aber auch was vielleicht in dem Giacometti-Figuren gezeigt werden kann oder wird. Weiter bitte. Giacometti kannte sie, nicht, dass sie ihn besonders mochte. Sie hielt ihn für schwierig. Also sie war auch schwierig, aber sie hielt ihn auch für schwierig. Aber was sie beide verbunden habe, das sei die Angst gewesen, die Angst mit anderen Leuten zu kommunizieren. Sie hat Giacometti in den USA erlebt und er konnte nicht nach draußen gehen, er saß immer in der Küche von Pierre Matisse, aber in Paris war das anders, da kommentierte er die Werke seiner Kollegen und lästerte über sie, wenn er im Café Flore saß. Das Café Flore in Paris, so ganz nebenbei, ist ja ein wichtiger Ort für die Existenzialisten gewesen. Zwei Stockwerke über dem Café Flore ist Louise Bourgeois 1911 geboren worden. Also, sie kam auch so gesehen wirklich aus dem Zentrum von Paris. Sie kannte Bacon sehr gut und sie fühlte sich Bacon sehr verwandt. Und sie hat an Bacon bewundert die Darstellung der Aggression, aber auch gleichzeitig die Selbstkontrolle. Das Werk, was wir zeigen, dieses sehr eindrucksvolle Werk In Respite, das heißt so etwa wie in einer Ruhepause, ist ein Überbleibsel aus der Fabrik, aus der Spinnerei, in die sie einzog. Sie hat also praktisch eine ehemalige Spinnerei, auch mit gewissem Mobiliar dort übernommen und hatte 1980 dort ihr erstes Atelier eingerichtet. Das müssen Sie sich klar machen, 1980 hatte Louise Bourgeois ihr erstes Atelier. Da
Da war sie Ende 60, sonst hat sie immer im Keller des Hauses in Chelsea, New York gearbeitet. Und dieses Werk ist mit einem seltsamen rosa Ding kombiniert, also einem Objet désagréable, würde Giacometti gesagt haben, so einem undefinierbaren, vielleicht das Unbewusste darstellenden Ding. Und diese Spulen, diese Spinnereispulen sind verbunden durch Nadeln, die in dieses Unbewusste reingesteckt werden. Das nächste Bild, bitte. Der Schluss der Ausstellung oben ist ein Blick in die ganz, 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 ganz späten Werke von Louise Bourgeois. Das Werk, was Sie in der Mitte sehen, ist 2010 entstanden. Es ist eine Stoffarbeit, ein Stofftorso, zusammen mit so einem Spulenbaum, den Sie hier noch vorher gesehen haben. Dieser Stofftorso ist dekoriert oder besteht eigentlich zum großen Teil aus den weißen Baretten, die Louise Bourgeois bevorzugt trug. Es ist nämlich so, dass sie die Kunstwelt dadurch überrascht hat, dass sie in den letzten Jahren ihres Lebens diese berühmten Fabric Works gemacht hat, diese Bilder aus Stoffen. Sie hat also ihre abgelegte Kleidung genommen und diese abgelegte Kleidung zu neuen Bildern kombiniert und damit sehr berührende und sehr lyrische, auch irgendwo versöhnliche Werke geschaffen. Sehen Sie auch im Hintergrund die Serie The Waiting Hours. The Waiting Hours waren bei ihr immer die Nachtstunden. Sie konnte nie richtig schlafen. Und Sie sitzen hier ja in diesen 220 Insomnia Drawings. Sie hat einfach einmal gesagt, zwischen November 1994 und Mai 1995 sammle ich alles das, was ich so nachts zeichne. Und dann hat sie daraus ein Werk gemacht. Sehr eindrucksvoll. Eine wirkliche Einführung in die Gedankenwelt von Louise Bourgeois. Eine Mischung aus Zeichnen und Schreiben. Sie hat fast mehr geschrieben als künstlerisch gearbeitet. Sie hat immer auf alles Mögliche irgendwelche Notizen geschrieben. Sehr interessante geschriebene Zeichnungen, würde ich sagen, auch so Erinnerungen. Es gibt eine schöne Zeichnung dort drüben, die fünfte Zeichnung von links in der unteren Reihe, wo sie alle ihre Häuser zeichnet, in denen sie gelebt hat. Und da wird auch klar, dass sie wirklich in der Nachbarschaft von Bonnard gelebt hat, in Le Canet, als sie ihre Mutter dorthin begleitet hat. Und die Ausstellung endet dann im Bauch des Museums mit diesem sehr, nächste bitte, mit diesem sehr eindrucksvollen Werk, dieser Supercell, muss man sagen. Die Zellen, die Cells von Louise Bourgeois sind ja Werke aus den 90er Jahren, eigentlich Werke, die entstanden sind, nachdem sie berühmt geworden ist. Die erste Museumsausstellung, die Louise Bourgeois jemals hatte, war gleich im Museum of Modern Art, aber sie war erst 1982, da war sie 71 Jahre alt. Und meine persönliche Interpretation ist, dass man die Cells auch ein bisschen so sehen sollte als Reaktion auf die große Aufmerksamkeit, die sie danach erfuhr. Sie hat Räume geschaffen, die ihr Privates offenzulegen scheinen und dies auch tun, und sie hat eine Voyeur-Situation geschaffen. Also man blickt in Verbotenes als Betrachter hinein, damit spielt sie sehr brillant. Und sie hat auch vielleicht dadurch darauf reagiert, dass sie eigentlich zunehmend museal wurde. Sie wurde eine Museumskünstlerin, die in Museen, großen Museen gezeigt wurde. Und jeder Museumsbesuch ist ja, wenn man es genau nimmt, auch eine Art Selbsterfahrung. Und so finde ich es eigentlich ganz interessant, dass man mal diese Selbsterfahrung ans Ende, ein Werk, das wirklich Selbsterfahrung darstellt, ans Ende eines Museumsbesuches stellt. Es geht im Passage d'Angereux um Pubertät, wie man im Englischen sagt, um das Coming of Age. Und zwar allgemein, aber auch sehr, sehr persönlich bezogen auf Louise Bourgeois' Situation selbst. Und sozusagen der Schlüssel für das Werk ist, ich weise darauf hin, ist an der Seite zu sehen. Da sehen Sie so ein kleines Pferd. Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, müssen Sie nachher angucken. Es ist ein kleines Pferd, es war eine ehemalige Likörflasche. Und die Likörflasche hat ihr Le Corbusier geschenkt. Le Corbusier war eng mit ihr befreundet. Auch mal interessant, wäre mal zu untersuchen, wie die Beziehung wirklich war. Es geht da auch um den Modulor, den er ihr schenkte und so weiter. Und sogar gewidmet an Louise Bourgeois von Le Corbusier. Und in dieser Likörflasche liegt eine tote Fliege.
Ja, das war wichtig für Louise Bourgeois, die Fliege, die an ihrer Lust gestorben ist. Sex und Tod liegen eben sehr nahe zusammen und das alles ist eine Passage dangereux. Jetzt wünsche ich Ihnen allerdings nicht unbedingt eine Passage dangereux bei uns, sondern eine Passage heureux in unserem Museum. Möchte eigentlich noch einen kleinen Appell loswerden. Louise Bourgeois war eine sicherlich besondere Frau und auch besonders auch eine sicherlich schwierige Frau irgendwie. Sie war schon ein bisschen eigenartig, aber sie war nicht so, dass man, also sie war nicht ständig traurig, wissen Sie, sie war voller Humor und es gibt auch in diesen Zeichnungen, auch in diesen Insomnia-Drawings ziemlich viele lustige Sachen zu sehen.